für sich wertvoll, weil da sind Ressourcen reingeflossen, da sind noch Rohstoffe drinnen, da ist enorm viel Energie reingeflossen, um dieses Produkt zu produzieren und um das Produkt zur Verfügung zu haben. Und das war der Hintergedanke vom Reparaturbonus. Da hat es gute Beispiele gegeben aus einzelnen Städten, aus einzelnen Bundesländern. Oberösterreich war da ganz vorne dabei, dann ist Wien eingestiegen. Und wir haben uns letztes Jahr gedacht, gemeinsam mit der Europäischen Union, weil da fließt auch Geld rein aus der EU, wollen wir das Thema Reparieren wieder nach vorne bringen. Reparieren wieder cool machen, wieder eine Kultur des Reparierens in Österreich etablieren. Und mich freut es wirklich wahnsinnig, wie wirklich erfolgreich der Reparaturbonus ist.